Frau Demasür, wie verändert sich die Spiritualität in Bezug auf sexuellen Missbrauch? Ist Wiedergutmachung möglich, dass das Bild von Gott auch ein positives Bild wird? Ja, es ist möglich. Many people will leave the Aber viele Leute werden die Kirche verlassen und nicht mehr religiös sein. Allerdings gibt es einige, die von der Kirche missbraucht wurden, die auch von der Kirche wieder geheilt werden möchten. Sie haben gelernt, dass Gott gut ist. Das ist nicht ihre Erfahrung, aber das, was sie gelernt haben. Sie wollen leben wie die Christen, bei denen sie sehen, dass sie glücklich sind und an Gott glauben. Also werden sie nach Heilung suchen. Dazu müssen sie zunächst eine neue, vertrauensvolle Beziehung zu jemandem aufbauen, zum Beispiel dem Pfarrer oder einem Pastoralreferenten. Durch diese Beziehung werden sie bereit sein, Fragen über Gott zu stellen. Manche wollen auch nicht über Gott oder Christus reden, sondern über Maria oder Maria Magdalena. Was der Priester oder Pastoralreferent dann tun muss, ist, sie dort abzuholen, wo sie sind, und mit ihnen nach vorne zu gehen. Der beste Weg dafür sind Geschichten. Denn wenn man mit Konzepten arbeitet, dann ist es schwierig, weil Konzepte nur den Verstand berühren. Aber man muss den Kopf und das Herz berühren. Deswegen sind Geschichten die beste Art und Weise, mit ihnen zu reden. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die von denen man lernen kann. Welches ist für Sie die wichtigste Geschichte, von denen Opfer von sexuellem Missbrauch lernen können? Ich glaube, dass es die zentrale Geschichte unseres Glaubens ist, die Kreuzigung und die Auferstehung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe lange Zeit mit Opfern gearbeitet und viele von ihnen haben mir gesagt, dass sie sich wie Jesus am Kreuz fühlen. Dann habe ich sie und auch einen meiner früheren Kollegen in Kanada gebeten, mir im Detail zu erklären, wo sie den Zusammenhang sehen. Das haben sie gut aufgearbeitet und man kann gut sehen, dass das, was sie fühlen, ziemlich genau das ist, was Jesus gefühlt hat. Aber unsere Geschichte endet nicht mit dem Kreuz, sondern mit der Auferstehung. Und wenn die Opfer ihre Therapie abgeschlossen haben und auch ihren Weg in der Religion gegangen sind, dann können sie wirklich daran glauben, dass ein neues Leben beginnt. Sie können ihrer Zukunft mit Hoffnung entgegensehen. Ich kann das daran festmachen, dass viele der Opfer anschließend eine Art Mission haben. Sehr oft wollen sie anderen helfen, die in schwierigen Situationen sind. Wenn man mal in helfenden und heilenden Berufsgruppen nachforscht, wird man feststellen, dass dort viele Leute beschäftigt sind, die selbst einmal traumatisiert waren. Das Thema heute des Studientages ist, er wird alle Tränen wegwischen. Glauben Sie daran, dass es irgendwann möglich sein wird, dass es Heilung möglich ist? Heilung ist möglich, but I would aber ich würde einen anderen Ausdruck wählen, auch aus der Bibel. Es ist, sammle meine Tränen in einem Krug. Tränen wegzuwünschen ist so, wie als wäre da nichts gewesen. Nichts bleibt zurück. Ich denke, dass Gott unsere Tränen in einem Krug bewahrt und wir ein besseres Leben führen können. Trotzdem, das, was passiert ist, die schlechten Dinge, die werden sich nicht einfach wegwischen lassen. Was sagen Sie den Menschen, die sich enttäuscht von der Kirche abwenden und auch sagen, jetzt reicht es mir, ich glaube auch nicht mehr an Gott, weil er so etwas zulässt? Ich denke, dass es sehr schade ist, wenn jemand aus der Kirche austritt und gleichzeitig seinen Glauben an Gott verliert. Das hängt ja nicht notwendigerweise zusammen. Die Kirche ist die Institution, in der wir unseren Glauben leben, eine sehr wichtige Institution. Die erste Sache, die ich machen würde, wenn ich mit diesen Menschen arbeiten würde, wäre, ihren Glauben an Gott wiederherzustellen und dann weitersehen, wohin es führt mit Gott und der Kirche. Die wichtigste Sache ist doch, dass sie ihren Glauben wiederfinden. Viele dieser Menschen werden sich von der Kirche abwenden. Einige werden zurückkommen. Das liegt nicht alles in unseren Händen. Wir können unser Bestes geben, aber der Rest ist das Wirken des Heiligen Geistes.